Nun ist vorbei mit aller Gemütlichkeit. Jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Achtelfinaltag bei dieser Weltmeisterschaft. Wir sind in Marseille im Stade Vélodrom, wo hier der erste Grundstein gelegt wird für den weiteren Turnierverlauf der Mannschaften aus Kamerun und Schottland. Die eröffnen hier die K.O.-Runde bei diesem Turnier. Die Kameruner so überraschend, dass auch zuerst gewirkt hat. Die Achtelfinalteilnahme plus Gruppensieg. Je länger man darüber nachdenkt, so überraschend war es dann doch nicht. Denn die Kameruner haben zusammen mit den Chilenen, außer eben im letzten Gruppenspiel, eine solide Performance gezeigt. Siege über Italien und natürlich das 3:0 am Ende gegen die Chilenen haben dazu geführt, dass die Kameruner das Los Brasilien erstmal ausweichen konnten und auf den zweiten der Gruppe A treffen auf Schottland. Für die Schotten ist das beste Ergebnis in ihrer Historie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Bei den 8 Teilnahmen haben sie bisher nie die Vorrunde überstanden. Für die Kameruner könnte es mit einem Sieg zum zweiten Mal ein Viertelfinale geben für die unzähmbaren Löwen. Favorit wird mit Sicherheit die Mannschaft aus Kamerun hier gegolten nach eben diesen Performances, nachdem sie dreimal einen Rückstand aufgeholt haben gegen Österreich, dann der doch am Ende überzeugende Sieg, die überzeugenden Siege gegen Italien und gegen Chile können durchaus eine interessante Wendung nehmen bei diesem Turnier. Kamerun in grün, von links nach rechts. Und die Schotten in ihren klassischen blauen Trikots, die erst am letzten Spieltag mit einem 2:1 Sieg gegenüber Marokko das Achtelfinale klar machen konnten. Und sie wollen mehr. Sie wollen mehr. Ian McCall ist... ja, nicht Ian McCall. Craig Burley ist ja gesperrt worden. Kevin Gallagher ist es trotz alledem gewesen. Wollen wir mal schauen, wer für ihn in der Partie ist. Da sehen wir den Mann mit der Nummer 6. Das ist Billy McKinley für die Schotten. Wenn er versucht hat, die Grätschen einzusetzen, haben wir das dann auch geklärt. John Collins. Ein Vorstoß. Eroberung von Lambert. Allerdings bleibt die im Ansatz stecken. Kommt, Kopfball und da läuft Charmi noch sogar vom Ball weg. Der hätte den mit Sicherheit noch irgendwie gefährlich aufs Tor bringen können. Allerdings war der Verteidiger dort schneller. Hier schnell und leichtfertig auch den Ball hergegeben. Jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt. Ich denke mal, wir werden auch nicht mehr so viele Tore sehen auf einmal, wie wir es in der Gruppenphase getan haben. Das waren nämlich, ich habe nachgezählt, 185 Tore, die wir gesehen haben. Klasse. Den Ball da geschnappt. Und die Flanke verhindert. Erfolg bleibt aber nur kurzzeitig. Moreau mit dem Ballverlust. Also das ist noch so ein bisschen abtasten, kann man quasi sagen. Wenn man es sagen kann. Bisher noch keine wirkliche einzige gefährliche Torschance in den ersten 20 Minuten dieser Partie. Vielleicht jetzt einmal. Darren Jackson. Verliert. Kurz vom Strafraum den Ball. Gallagher. Gegen Boma. In der anderen Hälfte. Der Stürmer der Kameruner mit dem Ball der Eroberung. Ja, es ist ein Hin und Her.
Also keine Mannschaft möchte hier Risiko gehen und ein Ausscheiden, ein frühes Ausscheiden hier in Kauf nehmen, notfalls. McKinley. Das war Darren Jackson. Lambert. Wieder Jackson, Lambert. Es gibt einen Einwurf für die Schotten. Hier bisher in diesem ersten Achtelfinale nach einer halben Stunde noch nicht so viel passiert. Das ist mehr wirklich Sicherheitsfußball, den wir so in dem Sinne das erste Mal bei dieser Weltmeisterschaft sehen. Jetzt die Flanke zum Go ist draußen. Vor Gallagher kommt der Keeper an den Ball. Chami. Gegen McKinley da auf der Seite. Chami, und das war die erste Torchance in dieser Partie und die gehört Kamerun, dem Favoriten in dieser Begegnung. Alphonse Chami. Und Andy Gorham klärt zur Ecke. Die allerdings ungefährlich. Sicherer Spielzug. Dort hinten drin. Patrick und Boma. Calderwood passt auf. Und ein weiterer Neuaufbau. Über Raymond Carla. Oh, das ist ganz schwach. Und er muss Gallagher direkt abziehen. Wenn er die Schotten in Führung bringen will. Boma. Patrick Mboma wird nach außen gedrängt, kommt aber trotzdem zum Schuss, der allerdings ohne Probleme für den schottischen Schlussmann Andy Gorham. Jackson. Ja, man merkt, hier möchte keiner einen Fehler bereiten, denn mit jedem Fehler könnte das mit dem WM aus begründet werden und da ist das Tor für Schottland und es ist ein Eigentor von Marc-Vivien Foué. Bitter! Und das so kurz vor der Pause. Jetzt möchte ich mir nochmal in der Wiederholung anschauen. So, da ist Gallagher und dann Marc-Vivien Foué. Kommt da irgendwie an den Ball, spitzelt den unter Songo durch. Unglückliches Eigentor, das die Kameruner hier ins Hintertreffen bringt. Schottland führt mit 1:0 zur Pause. Hier im Achtelfinale in Marseille. Wo spielten die Schotten ihr erstes Länderspiel? War es in Glasgow? War es in Edinburgh? Oder war es in London? Das erste Länderspiel der Schotten war auch zeitgleich das erste Fußball-Länderspiel gegen England 1872. Das könnte entweder in Glasgow oder in London gewesen sein. Edinburgh ist zwar auch in Schottland, aber glaube ich ja nicht. Hier sehen wir es. Wir haben nur zwei Torchancen gesehen. Und beides war von den Kamerunern. Die Schotten also mit megamäßig viel Glück hier in Führung zu gehen. Mal schauen, ob die beiden Mannschaften irgendwas an ihrer personellen Linie ändern oder ob sie so, wie sie auch aufgestellt worden sind, wieder rauskommen. Schottland momentan mit dem Glück des Tüchtigen. Kamerun muss nachlegen. Sie hatten die besseren Chancen auf jeden Fall, unter anderem durch Chami in der 35. Minute. Das war eine sehr, sehr gute Aktion. Nur müssen sie nochmal kreieren. Jetzt
stehen sie unter Druck. Genau diese Drucksituation wollte keiner der beiden Mannschaften spüren. Die Kameruner wissen übrigens, wie es geht, einen Rückstand aufzuholen. Sie haben es dreimal gegen Österreich gemacht und jetzt ist es gefallen, das 2:0. Und jetzt hat auch er sein Tor, Kevin Gallagher. Die erste Torchance der Schotten und da ist direkt der Ball im Netz. Die Kameruner von Claude Leroy noch unter Schock nach dem Eigentor, den Marc-Vivien Foué unterlaufen ist. Bittere Pille für Kamerun. Sie liegen jetzt mit 0:2 anstatt mit 0:1 hinten. Die Schotten haben das Selbstvertrauen mitgenommen. Und dann mal die... Oh, das war... Das war ganz knapp. Die haben das Selbstvertrauen mitgenommen und direkt sich eine Chance kreiert. Einwurf. Schottland in einer guten Position. Lambert. Auf McKinley. Jackson gegen Pierre Romet. Das gibt erneut Einwurf für Schottland und das ist ebenfalls eine gute Position. Um vielleicht mal weit zu werfen. Gegen Bernard Chutang. Stunde rum. Die Kameruner versuchen den Ball so gut wie möglich da rauszuschlagen aus der Verteidigung, die gerade aber mal so richtig angenockt in den Seilen hängt. Nächster Einwurf, der vierte Einwurf in kürzester Zeit. Und wieder eine Möglichkeit für Lambert, den weit einzuwerfen. Auf Billy McKinley. Das war eine Drehung zu viel. Hätte er den Ball ruhig flanken können. Darren Jackson im Strafraum. Darren Jackson, der Ball ist noch nicht geklärt. Toby Mimbo versucht den Ball zu klären. Der trifft einen eigenen Mann und Darren Jackson nutzt das aus. 3:0. Hier sehen wir es nochmal. Da wird ein eigener Mann angeschossen. Ich glaube, es ist sogar Rigobert Song gewesen. Und die Kameruner zerfleischen sich selbst. Jetzt soll ein alter Held es richten. François Omambik. Scott Gamble kommt für Tom Boyd. Das soll sich jetzt nicht mehr genommen werden. Das steht fest. Lange Zeit war es ein ausgeglichenes Spiel bis zum Eigentor von Foué in der ersten Hälfte. Von da an haben die Kameruner den kompletten Spielrhythmus verloren. Charmy nochmal. Gegen Andy Gorham und die Schotten haben das dann in der 49. Minute dann nach der Pause eiskalt ausgenutzt und sofort nachgelegt, wo die Kameruner immer noch mit sich selbst haderten. Chutang. Das ist Colin Hendry mal mit einem Vorstoß. 10 Minuten sind es noch. Die Schotten schweben auf Wolke 7. Nur noch 10 Minuten sind es. Bis die Teilnahme am Viertelfinale perfekt ist.
Darren Jackson. Für die Kameruner gilt jetzt lediglich nur noch Schadensbegrenzung. Vor 60.000 im Stadion. Vor Millionen von Leuten. Man kann sagen, ganz Kamerun saß heute vor dem Fernseher. Und dann sowas. Marc-Vivien Foé wird hier zum tragischen Held. Gibt es nochmal vielleicht eine Chance für Kamerun? Einen Ehrentreffer. Chami zum zweiten Mal am Pfosten, aber immerhin der dritte sitzt. Fünftes Tor für ihn bei dieser Weltmeisterschaft. An ihm kann man dieses Ausscheiden nicht festmachen. Generell an der ganzen Mannschaft nicht. Es war einfach nur unglücklich. Hier der erste Ball, dann der zweite und dann aller guten Dinge sind drei. Alphonse Tchami mit seinem fünften Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Mit den Ehrentreffer für Kamerun. Und noch ein Versuch. Oman Biyik. Gibt nochmal eine Ecke für Kamerun. Joseph Chango wird sie treten. Goran faustet ihn raus und das dürfte es eigentlich gewesen sein. Es gibt nochmal Gelb für John Collins für dieses, für den Schiedsrichter überartige Einsteigen gegen Toby Mimbo. John Collins braucht sich keine Sorgen machen, für ihn ist es die erste Verwarnung. Die unzähmbaren Löwen zerfleischen sich selbst. Oh! Und man biegt nochmal. Um hier das Ganze nochmal versuchen umzudrehen. Aber jetzt ist das Spiel vorbei. Die unzähmbaren Löwen sind raus. Schottland steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Nach dem Eigentor von Marc-Vivien Foé hat das Spiel eine Kehrtwende genommen und die Schotten effizient wie und je. Das Spiel fand in Glasgow statt, 1872 gegen England. Nur zwei Chancen hatten sie, beide sind genutzt worden und zugleich noch das, wie vorhin angesprochene, Eigentor von Marc-Vivien Foé, das das Spiel dann doch entschieden hat zugunsten der Scotsmen. Morgen werden wir sehen, auf wen die Schotten treffen. Wir geben erstmal ab nach Paris runter zum Prinzenpark, wo der Titelverteidiger gegen Chile antritt. Wenn man sagen kann, die erste Überraschung im Achtelfinale, Kamerun war Favorit, doch Schottland hatte das letzte Wort gehabt. Und jetzt sind die Brasilianer dran mit ihrer Pflichtaufgabe hier, die Runde der letzten acht zu erreichen gegen Chile. Man erwartet viel. Sie haben eine sehr ordentliche Vorrunde gespielt mit Siegen eben über Schottland, über Marokko, bis es dann einen kleinen Dämpfer gab mit dem 1:1 gegen Norwegen. Nicht mit drei Siegen aus drei Spielen rausgegangen. Ein ebenso großer Dämpfer gab es für die Chilenen. Die war allerdings in einem heftigeren Ausfall. Nämlich ein 0:3 gegen Kamerun. Das müssen sie jetzt verarbeiten, um hier den Weltmeister zu stürzen. Die Aufstellung, so wie immer bei beiden Mannschaften. Mario Zagallo vertraut der Elf der Vorrunde. Ebenso der Trainer der Chilenen seinen Mannen, die die Gruppe B bestritten haben.
So. Brasilianische Hymne ist verklungen. Wir haben Lust auf ein richtig gutes Fußballspiel. Brasilien in Gelb von links nach rechts. Chile in Rot mit Clarence Acuña, der sich sofort mal den Ball geschnappt hat und den Taffarel anläuft. Aber da passt die Abwehr auf. Romario. In seinem ersten Ballkontakt und er lässt die Abwehr stehen. Der lässt die Abwehr aber mal richtig alt aussehen. 1:0 für Brasilien. Und natürlich, wer sonst als Romario, der hier nochmal so richtig auftrumpft bei dieser WM. 5. Tor für ihn. Und der frühe Rückstand für Chile. Eine kalte Dusche hier in diesem südamerikanischen Duell für Zamorano, Salas und Co., dass sie jetzt abschütteln müssen. Zamorano mit dem Ballverlust gegen Roberto Carlos. Der geht erstmal weit und ein Neuaufbau über Nelson Tapia. Brasilien startet furios in den ersten Minuten, früh das 1:0 erzielt. Die Chilenen sind noch gar nicht so richtig auf dem Platz, hier im Prinzenpark von Paris, das Finalstadion, das Stade de France, nicht unweit von hier weg. Ronaldo. Ein Einwurf für den Weltmeister, der ausgeführt wird von Roberto Carlos. Postwendend geht der Ball an die Chilenen. Ebenfalls mit dem Einwurf, nachdem Denilson früh gestört wurde. Ja, das letzte Mal am Ball, ja. Das geht jetzt hin und her, man wechselt sich ab. Man nimmt so ein bisschen die Zeit von der Uhr schon. So früh ein Zeitmanagement zu betreiben, das ist nicht klug. Salas. Ronaldo hier. Hat sich da den Ball gegen Denilson. Marcelo Salas. Villarroel mit der Flanke. Da war noch ein Brasilianer dran. Acuña sucht Zamorano. Allerdings er gedeckt gewesen und das ist eine klasse Balleroberung gewesen gegen Reyes von Romario. Kann man mehr draus machen. Jetzt gegen Zamorano die Balleroberung. Romario immer noch einmal. Romario und das 2:0 für Brasilien. Wahnsinn, was dieser Mann hier auftrumpft. Der Mann, der schon bei der WM in Amerika einen unglaublich großen Teil des Weltmeistertitels der Brasilianer zu beigetragen hat. Der war der beste Spieler dieses Turniers. Und es kann sogar sein, dass es wieder der Fall sein wird mit diesem Mann. Das sieht hier nach einer ganz klaren Geschichte aus. Romario. Und er ist wieder alleine vor Tapia. Und das ist das 3:0. Und das ist ein lupenreiner Hattrick. Die Chilenen werden vorgeführt. Sie bieten absolut keine Gegenwehr. Und Romario stellt hier früh die Weichen auf das Achtelfinale für Brasilien. Ich hatte ja gerade eben noch gesagt, wir sehen sicherlich weniger Tore. Bis jetzt sieht das Ganze ganz anders aus.
Carlos Dunga. Die rechte Seite läuft da entlang. Die Flanke kommt. Tapia ist da. Die kam ein bisschen zu kurz für Ronaldo. Nilsson auf links. An Allen vorbei. Flanke kommt auf Rivaldo. Aber die Situation haben die Chilenen noch nicht ganz bereinigt. Sie sind überfordert in der Defensivreihe. Da können die Brasilianer quasi durch die offene Tür spazieren. Wieder Dunga setzt Fuentes unter Druck, gibt nochmal Einwurf für Brasilien, die hier sich keine Sorgen zu machen haben. Nach dieser ersten Halbzeit. Romario. Definitiv der Mann des Spiels. Mit seinem lupenreinen Hattrick bringt der Brasilien hier noch in der ersten Hälfte in die Richtung des Viertelfinals. Die Chilenen müssen hier eine unglaubliche Leistung abbringen, um nicht völlig unter die Räder zu kommen. Sie sind überfordert gegen Brasilien. Wer wurde bei der WM 1950 Torschützenkönig? War es Basora bei den Spaniern? War es Menezes von Brasilien oder war es Schiaffino vom Weltmeister Uruguay damals? Ich würde sagen eher Letzteres. Also Schiaffino, meine ich, ist Torschützenkönig gewesen. Hier sehen wir es. Drei Schüsse, dreimal im Tor. Nichts entgegenzusetzen der Chilene. Weder offensiv noch defensiv. Mal schauen, was die zweite Hälfte bringt. Ob die Brandrede des Trainers vielleicht was bringt. Die Brandrede von Nelson Acosta. Es muss auf jeden Fall von den Chilenen mehr kommen. Das steht außer Frage. Und man sieht, die Brasilianer, die sind hungrig. Sie wollen ihren Titel verteidigen und mit nach Japan und Korea nehmen zum nächsten Turnier. Carlos Dunga war das. Und jetzt ist der Ball auf Ronaldo und der erste Schuss, der abgewehrt wird von Nelson Tapia. Die nächste gefährliche Situation folgt prompt. Es gibt eine Ecke von Denilson, wird sie getreten. Gefaustet vom Torwart. Zamorano. Zamorano und Taffarel. Muss das erste Mal so wirklich hinlangen in dieser Begegnung. Er bekommt nichts zu tun auf seinen Kasten. Er muss sich da hinten irgendwie bei Laune halten und die Konzentration oben halten. Leonardo, jetzt ist's 4:0. Und ich denke mal, da kann ich mich festlegen, bei dem Kaliber Brasilien mit diesem Tor im Viertelfinale hier in Frankreich. Die Chilenen scheinen die Niederlage gegen Kamerun nicht verarbeitet zu haben. Denn das, was sie hier zeigen, ist unterirdisch. Das ist unterirdisch.
Was? Oh, der wird nochmal gefährlich. Mehr oder weniger die erste Chance der Chilenen von Marcelo Salas, der da in dem Befreiungsschlag grätscht. Wird nochmal zum gefährlichen Querschläger und Marcelo Salas mit dem Ehrentreffer zum 1:4. Aber das wird wohl, das muss nicht der Ehrentreffer sein. Wir haben ja noch eine halbe Stunde. Ecke kam von Moises Villarroel und Marcelo Salas. Glaube ich zum ersten Mal bei dieser WM als Torschütze. Mal schauen, was dieser Treffer den Chilenen noch beflügelt. Es gibt eine weitere Ecke. Dieses Mal von der anderen Seite und von Sierra getreten. Die kommt gut! Villarroel! Und auf einmal sind die Chilenen da in dieser Begegnung, in diesem Spiel. Daraus hätten sie Kapital schlagen können, wenn nicht gar müssen. Jetzt Romario. Rivaldo mit der Flanke auf Ronaldo und Tapia ist im Eck. Die Chilenen haben noch 20 Minuten mit 3 Treffern sich in die Verlängerung zu retten. Unmöglich scheint es, wenn man Brasilien vor sich stehen hat. Das Problem ist, man hat viel zu spät angefangen, Fußball zu spielen. Auf Seiten des Gegners, auf Seiten des Gruppenzweiten der Staffel B. Der Freiungsschlag von Vargas landet aber wieder bei den Brasilianern. Ronaldo, Ronaldo, wieder Vargas. Ronaldo versucht sich da direkt den Ball wiederzuholen. Romario. Ball landet auf Cafu. Junior Baiano, Cafu. Zehn Minuten sind es noch hier in Paris. Brasilien hat so ein bisschen abgebaut nach dem 4:0 von Leonardo. Zwischenzeitlich ja nochmal ein Tor kassiert. Aber im Endeffekt, das, was sie in der ersten Hälfte gezeigt haben, das hat ausgereicht, um hier wirklich das Viertelfinale zu buchen. Villarroel wird dort gefoult, gibt keinen Freistoß. Salas gegen Leonardo. Achtung! Oh, da war eine Abseitssituation. Das sehen wir auch das erste Mal bei dieser Weltmeisterschaft, eine Abseitssituation. Trotz vieler Tore, die gefallen sind, noch nie wirklich eine Abseitsstellung gesehen, außer jetzt hier das erste Mal. Fuentes gegen Romario, Zweikampfverlierer. Und Reyes sorgt dafür, dass der alte Abstand nicht wiederhergestellt wird. Zamorano, Salas, Marcelo Salas, abgefälscht, abgeblockt, mehr besser gesagt. Roberto Carlos als Solist unterwegs. Alter hier. Jetzt wollen sie alle mal. Cafu und das Spiel ist aus. Eine mehr als solide Vorstellung der Brasilianer. Sie festigen von Spiel zu Spiel ihre Ambitionen als absoluter Top-Favorit. Zerstören hier Chile mit 4:1. Die Achtelfinal bzw. die Viertelfinalteilnahme der Brasilianer stand niemals so richtig in Gefahr.
Meneses ist sogar Torschützenkönig gewesen mit 9 Treffern. Am Ende, ja, bei den Chilenen begann das Ganze einfach viel zu spät. Die haben viel zu spät angefangen, Fußball zu spielen. Und deswegen auch das Resultat hier geht dann wirklich in Ordnung. Das geht in Ordnung, dieses 4:1. Beide Mannschaften der Gruppe A sind weitergekommen. Schottland ja mit ihrem 3:1-Sieg gegen Kamerun und jetzt die Brasilianer. Und morgen erwarten uns dann die Spanier und die Franzosen mit ihren Achtelfinals. Schauen wir uns den kompletten Spielplan da auch nochmal an. Jetzt müssen wir erstmal runterscrollen. Da seht ihr nochmal die ganzen Ergebnisse, die wir bisher bei dieser Weltmeisterschaft sehen durften. Gerade am letzten Spieltag ist das hier nochmal lustig gewesen. Vor allem gestern. So, das sind die Begegnungen. Frankreich spielt in Lens gegen Paraguay. Und im Stade de France geben sich die Spanier die Ehre gegen Saudi-Arabien, das mit 2 Punkten ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft eingezogen ist. Mein Name ist Mr. Wildstyle. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ich sage tschüss, see y'all und bis morgen.